Jetzt sind wir in unserer Werkstatt und ich möchte Ihnen die Anwendung unseres Aquastop Electric Spray am Beispiel eines Fahrzeuges zeigen. Wir haben hier sehr vielfältige Steckverbindungen, insbesondere Lampenstecker, die hier ganz einfach besprüht werden können, etwas abtrocknen lassen und nach einer Abtrockenzeit von ca. 5 Minuten kann die Steckverbindung gesteckt werden. Hier typisch oder auch immer mit großen Problemen die Anhängersteckdose. Ganz einfach einsprühen und wiederum abtrocknen lassen und fertig. Speziell solche Steckverbindungen, die im Fahrtwind liegen, unter ständiger Wassereinfluss ist, sind besonders gefährdet. Schauen Sie, wie billig diese Steckverbindung gemacht wird. Ich sprühe auch hier, wo die Kabel reingehen. Das Aquastop Electric Spray ist sehr griffig und wird auch am Kabel vorbei in die Steckverbindung eindringen. Idealerweise ich löse die Steckverbindung und behandle die Pins direkt. Selbst Steckverbindungen von Steuergeräten können behandelt werden. Nach einer Abtrockenzeit von ca. 5 Minuten kann die Steckverbindung wieder gemacht werden. Auch der Sicherungskasten bietet vielerlei Fehlerquellen, insbesondere bei Kontaktkorrosion. Auch diese Kontaktkorrosion kann gelöst werden, indem wir die Sicherung ziehen und besprühen. Es kann hier der gesamte Sicherungskasten besprüht werden. Im vorderen Bereich haben wir hier sehr viele Lampenstecker, wie zum Beispiel hier, hier, hier. Auch der Verbindungsstecker des Bremsverschleißfühlers sollte behandelt werden. Hier rechts haben wir Relais. Auch die Relaisverbindung kann behandelt werden. Selbst die Relaiskontakte können behandelt werden. Nach 5 Minuten Trockenzeit kann das Relais wieder gesteckt werden. Selbst einfache Steckverbindungen, wie hier zum Beispiel beim Spiegel, können behandelt werden.